Erster Redner ist Josef Muchitsch, der Gewerkschafter der SPÖ-Sozialsprecher. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, wir behandeln jetzt unter diesem Tagesordnungspunkt 11 eine Regierungsvorlage, die eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2020 in ein innerstaatliches Recht umzusetzen hat. Diese Richtlinie auf europäischer Ebene wurde im Zuge der Verhandlungen zur Änderung der Entsenderichtlinie getroffen, weil der Straßenverkehrssektor aus der Entsenderichtlinie ausgenommen war. Diese EU-Entsenderichtlinie, die wir jetzt auf österreichischer Ebene umsetzen, hat daher in einer eigenen Richtlinie zu erfolgen. Das Ziel dieser Richtlinie wäre es gewesen, angemessene Arbeitsbedingungen und angemessenen Sozialschutz für die Kraftfahrer, aber auch für den Wettbewerb unter den Unternehmern mehr Fairness zu schaffen. Diese Richtlinie erfüllt aber in Form dieser vorliegenden nationalen Umsetzung diese Ziele in keinster Weise. Warum nicht? Weil diese Richtlinie auch weiterhin bei Sanktionen zahnlos ist. Weil diese Richtlinie im Entwurf her bereits als verunglückt bewertet wurde von Expertinnen und Experten. Warum? Weil keine Mindeststrafen eingezogen werden bei Verfehlungen. Und weil diese neue Richtlinie im Endeffekt in der Kontrolle einen noch größeren Aufwand bedarf als wie bisher mit mehr Personal, mit mehr Verwaltungsaufwand. Und diese Novelle führt nicht dazu, dass wir Lohn- und Sozialdumping in Österreich auch in diesem Straßenverkehrssektor bekämpfen. Wenn wir wissen, dass wir 500.000 Entsendungen nach Österreich haben, aus ganz Europa, von den 500.000 Entsendungen sind 200.000 in allen anderen Branchen, aber 300.000 Entsendungen nur im Bereich Transportwesen. 300.000 Entsendungen im Jahr, oftmals Tagesentsendungen, wo Staatsbürger aus EU-Ländern oder mittlerweile auch aus Drittländern nach Österreich entsandt werden. Und wenn man dann eine zahnlose Richtlinie umsetzt, ohne die Chance zu nutzen, sie schärfer zu machen, wo keine Mindeststrafen vorgesehen sind, wo bei Wiederholungsfall es zu keiner stärkeren Sanktion kommt, dann ist Ihnen offenbar als Bundesregierung Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfung in Österreich nicht so wichtig. Dann ist Ihnen das offenbar nicht so wichtig. Und was mir besonders wehtut, ich bekenne mich zu Europa, aber dass Europa dazu benutzt wird, ein Geschäft aufzuziehen mit Billigarbeitskräften, mit Menschen aus Drittstaaten, die über Slowenien nach Österreich entsandt werden, um hier billig zu arbeiten, wo wir heute beim nächsten Tagesordnungspunkt eine Rot-Weiß-Rot-Karte beschließen, die das Arbeiten billiger in Österreich macht. Eine Rot-Weiß-Rot-Karte, wo Unterkunft, wo Verpflegung abgezockt werden darf vom Einkommen. Eine Rot-Weiß-Rot-Karte, wo Teilzeit möglich ist, wo die Leute mit 1.417 Euro angemeldet werden, wenn sie 50% Teilzeit beschäftigt werden, und dort ziehen wir noch 800 Euro fürs Quartier ab. Das beschließen Sie heute alles. Und ich sage Ihnen, Lohn- und Sozialdumping muss man bei der Wurzel bekämpfen, nämlich dort, dass der Schaden erst gar nicht entstehen kann. Und hier vermissen wir eindeutig mehr Initiativen und werden daher diese Richtlinie nicht zustimmen.